Moin, mein Freund, und damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors, dem Twilight Princess DLC. Ich habe hier gerade die Mission mit den relativ vielen Ganondorfs nachgeholt. Oder bin gerade dabei, sagen wir es so, aber die, ja, war mit dem Bogentrick auch nicht wirklich schwer. Ich empfehle euch aber trotzdem, die Heiler zu töten, so gut es geht, und startet mit dem Ganondorf auf der, ja, auf der unteren linken Seite, also der hier spawnt. Da, wo ich gerade hinrennen wollte. Bevor mich die Cutscene unterbrochen hat. Da spawnt nämlich einer, mit dem solltet ihr starten, dann ist es relativ machbar. Mit dem Bogentrick natürlich dann. Und noch einiges mehr. Sehr schön. So, viel wartet ja nicht mehr auf uns. 5 Missionen haben wir noch, dann ist die Twilight Princess Map abgeschlossen. Oh yeah. Und das Traurige daran ist, dass tatsächlich die anderen DLC-Maps, glaube ich, gar nicht für die Wii U rauskommen. Das bedeutet, wir haben tatsächlich nicht mehr viel vor uns. Dann ist Hyrule Warriors, das Riesenprojekt, beendet. Natürlich kommen noch Bonusparts, wo ich die ganzen Charaktere einmal anzock. Aber an sich ist es dann wirklich vorbei. Ja. So traurig das auch klingen mag. Gut. Hier habe ich jetzt meinen wunderschönen Arang. Den hole ich mir. Moment, was war hier? Eigentlich will ich den aufheben. So. Und hier werfe ich das hier weg. YOLO. Sehr schön. Gut, habe ich 2 Minuten wieder rumgebracht. Läuft. Läuft bei mir und Hyrule Warriors. Da vergeht die Zeit wie im Flug. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass wir in diesem Part die Mission hier unten angehen werden. Das ist eine Entscheidungsschlacht von Twilight Princess, wo wir gegen alle Twilight Princess Charaktere antreten müssen. Zanto, Agneta und die wahre Midna. Holy shit! Das wird nicht leicht. Und hier gibt es eine Sternwaffe für den Ganondorf, für den Guten. Und dafür benötigen wir eine Bombe an dieser Stelle. Ich habe jetzt einfach mal einen Kompass eingesetzt, da wir sowieso keinen mehr benötigen. Weil hier bei den letzten Missionen ist es relativ klar, hier brauche ich Grabklauen, die ich nicht habe. Hier brauche ich gar nichts und hier auch nichts. Also einmal noch Grabklauen nachholen und dann kann ich das Spiel 100% beenden. Yay! Gut! Dann würde ich sagen, legen wir los. Es ist sogar nur begrenzt auf Ganondorf. Wow, wie scheiße ist das denn? Ja, hilft nichts. Na dann, das wird wahrscheinlich auch die einzige Mission sein, die wir in diesem Part schaffen werden. Denn die sieht schon mega schwierig aus. So, lieber Ganondorf, mit deinen Breitschwertern darfst du dich erneut in die Schlacht begeben. Und möchte ich noch in den Bazar, wir können mal kurz in die Medaillenschmiede gucken, da geht sogar noch was. Für ein paar Goma-Augen. Wir können den Lichtschaden reduzieren. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Und einfach, weil ich es kann, das hier in der Mitte. So. Und sieht halt relativ witzig aus. An was ich so denke. Außerdem hier haue ich auch mal eins rein, damit ich die Power-Bogen habe. Und, ja. Dann kann ich mit Ganondorf ja in die Schlacht starten. Mit dem Twilight Princess Outfit, das haben wir ja noch nicht auf dem Thumbnail gehabt. Das können wir ja jetzt draufpacken. Yay! Verzweiflung! Verzweiflung! Ich dachte, es ist vielleicht eine Magiekreis-Mission. Aus dem simplen Grund, weil, ja, es sind so viele Gegner. Dass ich mir gedacht habe, ja, es muss eigentlich so eine Mission sein. Und jetzt gerade, als ich mich gerade ein bisschen umgeguckt habe, wurde ich enttäuscht. Ist es leider nicht. Yay. Ja, kann man nichts machen. Da stelle ich auch schon den ersten Schaden ein. Ich denke auch, dass das nichts wird. Das werde ich nachholen müssen. Und ja, ich gebe einfach mein Bestes. Wir gucken, was draus wird. Und das war's dann auch. Okay, also jetzt haben wir auch noch gelbe Truppen. Das macht das alles nicht leichter. Definitiv nicht. Zack, mal kurz hier.
Sehr schön. Bin ich da eigentlich unsterblich, wenn ich die Attacke mache? Ich glaube nicht. Eigentlich. Hier ist irgendjemand in Gefahr. Den will ich mal kurz heilen. Und, ja. Dann hau ich mal hier ein A-Special rein. Schön, dass du mich wieder getroffen hast. Dankeschön. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Definitiv nicht. Hilft nichts. Hilft nichts. Das kann ich aufgeben. Ich glaube, die ist sogar schwieriger als die wirkliche Endboss-Mission vom Twilight Princess DLC. Wenn ich mir das hier gerade so... Ja. Wenn ich mir das hier gerade so ansehe, das ist wirklich eine Mission, bei der man verzweifeln kann. Wirklich. Nicht leicht. Für den A-Rang bekomme ich was. Das heißt, es gibt nicht mal was zu finden. Eigentlich müsste ich hier die Mission direkt nochmal neu starten und mit einem Bogen wieder reinkommen. Aber wir haben jetzt in letzter Zeit so viel Bogen-Action gesehen. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach. Ich glaube, ich mache das dann nochmal offscreen mit einem Bogen. Ich glaube, das ist effektiver. Alles in allem. Ja. So sieht es derzeit aus. Das halte ich von Hyrule Warriors. Und, ja, es geht mir gerade viel zu viel ab hier. Ich habe bis jetzt noch nichts geschafft. Ne? Mal ganz kurz zusammengefasst, was ich geschafft habe. Ich habe eine Festung erobert. Und ansonsten bin ich hier gerade stetig am Dinodoro töten. Fleißig dabei. Und die wollen einfach nicht sterben. Die wollen einfach nicht sterben. Meine Truppen sind total am Arsch. Mein Hauptquartier ist total am Fallen. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tun soll. Ja. Wie gesagt, das ist keine leichte Mission. Ja, definitiv nicht. Wow. Der Damage gerade. Wir sind am Arsch, Freunde. Wir sind am Arsch. Na gut, was will ich machen? Hilft nichts. Ich muss einfach hoffen, dass es gut endet. Komme, was wolle. Ich werde jetzt erstmal zu meinem Hauptquartier rennen. Weil, ja, guckt euch das mal an. Das ist ja nicht schön, was hier abgeht. Also, schön ist was anderes. Agneta, moin. Es geht. Mach ich gut Schaden an dir? Denke nicht. So wie das gerade aussieht. Aber warum macht ihr so viel Schaden an mir? Meine Güte! Ihr macht viel zu viel Schaden! Halt, stopp! Wow! Ich glaube, ich habe eine witzige Idee fürs Thumbnail. Da muss ich mir gleich aufschreiben. Also, seid gespannt auf das Thumbnail. Da habe ich wieder was Interessantes gerade gesagt. Ja. Das ist die Mission zum Verzweifeln. Das war mir schon von Anfang an klar. Neda ist tot. Habe ich gehört. Yay. Und da unten rennt die Nimbusgarde. Das ist die letzte, die wir killen müssen. Danach öffnen sich die Tore zum feindlichen Hauptquartier. Und dann bin ich sowieso komplett am Arsch. Die Kills sind relativ in Ordnung. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Die einzigen Sorgen, die ich mir halt jetzt gerade mache, ist der A-Rang, weil 20.000 Schaden! What the fuck? What the fuck? Wo bin ich denn hier? Das ist der rote Bereich. Und nicht der tote Bereich. Das ist Verzweiflung. Da liegt Power Up Bogen. Ja, was bringt mir dieses Power-Bogen hier in dieser Minute? Ja, vielleicht habe ich danach die Chance, die Mission mit Link zu spielen. Ich weiß nicht, wann das weggeht mit dem begrenzt auf. Entweder muss ich die Mission erstmal auf den A-Rang schaffen oder sie geht weg, sobald ich sie überhaupt geschafft habe. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, mit Link und dem Master Sword dürfte die Mission relativ einfach sein. Und da man ja eine Waffe mit egal welchen Charakter bekommt, ja, ne? Denke ich, dass das relativ machbar wäre mit Link und dem Master Sword. Aber wie gesagt, muss mir jetzt darauf verlassen, dass ich da überhaupt mit Link die Mission machen kann. Das ist ja nicht oft der Fall. So, da hat gut Schaden gemacht an den guten Santo. Und zwar so gut wie gar keinen.
Man darf, glaube ich, heulen, oder? Man darf, glaube ich, heulen. Das könnte sich jetzt noch eine Weile hinauszögern, wenn ich mir das hier gerade so ansehe. Hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Wie gesagt, das können sie noch hinauszögern. Wie sieht's mit dem Part aus? 10 Minuten? Alles klar, dann strengen wir die letzten 20 Minuten, also die letzten 10 Minuten von dem Part jetzt damit, dass ich jetzt hier gegen Zanto kämpfe und später dann gegen wen auch immer, gegen die wahre Midna da oben noch und dann, ja, dann ist der Part vorbei. Yay. So sieht Spaß aus zum Mitnehmen. Also, ne, man kann sich Hyrule Warriors für zu Hause kaufen, das ist so das Mitnehmen. Ich glaube, ich habe den Witz noch nie wirklich erklärt. Bring den öfter. Aber erklärt habe ich ihn, glaube ich, noch nicht. Ist halt, es heißt Spaß zum Mitnehmen, weil man die Spiele zu Hause spielt. Ja, wer hätte es erwartet? Man spielt die Spiele zu Hause und deswegen Spaß zum Mitnehmen, weil man sie mit nach Hause nimmt, die Spiele. Ja, unglaublich. Aber wahr. So. Wir rücken gerade Leute gegen mein Hauptquartier vor, glaube ich. Alter, dass die sich aufteilen. Das ist ja das unglaublich Schlimme an der Mission. Wenn wir hier nicht so eine Regel einführen, dass ich hier Schaden nehmen darf, wie ich will. Und trotzdem den Arm bekommen, wenn ich das in der Zeit und mit den Kills schaffe. Wir können auch gerne auf 1500 Kills erhöhen. Das würde mir nichts ausmachen. Würde ich auch hinkriegen noch. Würde ich auch noch hinkriegen, ja. Vielleicht bin ich auch zu blöd und habe gerade den Magiekreis nicht gefunden. Vielleicht gibt es wirklich einen Magiekreis, aber... Ne? Irgendwie, ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt hier wirklich nichts. So, sehr schön. Zanto, du machst mir viel zu viel Schaden. Ah, was will ich machen? Immerhin bist du jetzt tot. Das ist gut zu wissen. So. Und dann stürme ich direkt hoch ins nächste feindliche Hauptquartier. Wir haben ja direkt noch eins. Wir lassen ja gerade so sehr schön mein Hauptquartier in Ruhe. Also ich bin relativ stolz ein bisschen auf die Gegner, dass sie strohdumm sind. Besonders die Gelben, die da gerade einen mega Umweg zu meinem Hauptquartier gemacht haben. Ja. Ist okay. Lass ich euch mal machen. Jetzt erobern die da auch noch so einen Vorposten. Ja. Also die Gelben sind nicht die hellsten. Ah, gut. Ja, hier ist die wahre Midna, das wissen wir ja bereits. Moin, was geht? Möchtest du sterben? Ich hoffe es. Das wäre nur ein Vorteil für mich, wenn du vorhast zu sterben. Denn, dann muss ich die nicht killen. Oder beziehungsweise dann muss ich kein schlechtes Gedächtnis, nicht schlecht dran zurückdenken, als ich dich damals gekillt habe. Krieg ich vielleicht nochmal einen vollen Magieangriff? Danke. Sehr schön. Ich würde nämlich die Magie gerne doch noch ein bisschen länger halten lassen, wenn wir ehrlich sind. Ja, mach noch ein bisschen mehr Schaden. Ne, es war so wenig gerade. Es war tatsächlich gerade so wenig. Nicht so weit fliegen. Ich würde nämlich gerne... Der Angriff hier muss sitzen. Oh, shit. Ja, sieht nicht so gut aus mit meinem Hauptquartier. Muss da gerade ein bisschen drauf achten, dass das nicht demnächst fällt. Also da muss ich tatsächlich auch darauf aufpassen, wenn ich die Mission nachhole, dass mein Hauptquartier nicht direkt fällt. Wow. Also da geht's definitiv ab in der Mission. Jetzt haben die Truppen von Midna Verstärkung erhalten. Ich weiß nicht, wen ich zuerst killen soll. Irgendwie, ich glaube, Midna wäre klüger, wenn ich die zuerst kill dann. Oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Mein Hauptquartier droht zu fallen. Aber mein Hauptquartier ist noch nicht in Gefahr, oder? Also es droht nur zu fallen. Das bedeutet, ich habe noch ein bisschen Zeit. Gib mir noch 5 Minuten. Nee, nicht mal. 2 Minuten. 1 Minute. Nicht mal. Einfach nur ein bisschen Zeit mehr. Dankeschön. Puh. Aber in Arang ist es halt leider nicht wegen den Schaden. Ja. Kann man nichts machen. Ist eine kranke Mission. Wirklich. Wow. Was zur Hölle. Ich bin auf die Endboss-Mission gespannt. Auf die letzte. Hier auf der Twilight Princess Map. Aber die war ja schon mal richtig gestört.
Und ich denke, wir lassen das jetzt hier auch sein. Das ist die einzige Mission für diesen Part. Aus dem simplen Grund, dass ich die jetzt am Ende noch schön einblenden kann. So sieht's aus. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr kriegt jetzt noch den A-Rang hier eingeblendet. Und ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Hyrule Warriors. Finale steht an. 2 bis 3 Parts noch. Dann sind wir durch. Bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra.